So, weiter geht's, Party People and Friends. Oh nein, das war doof von mir. Oh, hat aber geklappt. Ah, das Ei hätte ich mir eigentlich auch vorhin holen können. Na, hole ich mir noch. So, ich frage mich aber, welche Meeresalgen hier gemeint sind. Wo sind diese ominösen Algen wohl zu finden? Wow! Okay, das ist sehr auffällig. Aha, aha, aha. Der Boy findet hier die Geheimnisse wie kein anderer. Ihr könnt mich auch Archäologe nennen. So, jetzt holen wir uns die Kiste da erstmal. Wow. Wow. Der Boy ist crazy. Was tut er da? Da habe ich nicht gut gemacht. So. Jetzt schauen wir, dass wir das Ei kriegen. So, da haben wir es doch. Gesundheit. So, wir schauen bei Sheila vorbei. Oh nein! Oh. Hi Spyro, lange nicht gesehen. Ich gehe jetzt ein bisschen wandern. Ab und zu sehnt man sich schließlich nach den einfachen Freuden vergangener Zeiten. Findest du nicht auch? Ach, genau so ist es, Mann. Oh, das ist so 2D-mäßig. Okay. Chillig. Hat auch was, so ein 2D-Jump'n'Run. Sind hier irgendwo die Meeresalgen? Wow, wow, wow. Hier wird es schon ein bisschen kniffliger anscheinend. Boy, komm her. Nein! Wow! Der Boy ist immer in trouble! Nein! Okay, ein Ei haben wir. Ach, damit, das meinte sie mit Freude vergangener Tage. Die 2D-Jump'n'Runs. Haha. Never forgotten. Eine Hommage an die alten 2D-Jump'n'Run-Games oder was? Chilliger Shit. So. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, weniger labern. Kann hier vielleicht einer Meeresalgen sehen? Mann, ich kann mir da keinen Reim draus machen. Und das zweite Ei. Pete, what up, Pete? Gut. Weiter geht's. Schauen wir mal, was... Oh nein! Was Geldsack, Drecksack, McMoney Sack von uns so will. Wie der da schon steht, ey. Guckt ihn euch an, diesen Gierschlund.
Naja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Spyro, ich wette, du freust dich, mich zu sehen. Ich kenne zufällig das Passwort, mit dem man die Tür zum Grab des Steingolems öffnen kann. Nur ist es mir gerade entfallen. Du verstehst schon. Ja, ja. 800 Edelsteine. Der Boy, der übertreibt immer. Ah, also gut. Das Passwort zum Öffnen des Grabes ist... Bist du bereit? Gutgläubig. Der Boy. Verarscht uns nach Strich und Faden. Ah, okay. Okay. Ah, dem hätte ich nice einen Kopfstoß verpassen können. Schade. Der Boy. Heftig, ey. Sparks ist wieder weg. Oh je, ich muss aufpassen. Ah. Wo geht's denn hier wieder hin, ey? Erstmal nehme ich das hier mit. So. Oh, wieder eine Trophäe. Nice-a-roo. Jetzt gucken wir erstmal, was da für ein geheimnisvolles Loch war. Okay. Oh, Mist, nein. Ich wollte gerade fragen, wie man wieder zurückkommt. Die Antwort kam vor der Frage. So. Meeresalgen? Where ya at? Chillig sieht's hier aus. Jäger und sein Rochen. Gibt's ja gar nicht. Ach, Moment mal. Es gab doch auch in Spyro 2 so eine Aufgabe, wo man die Algen abschießen musste. Vielleicht ist das hier genauso. Ich trainiere meinen neuen Zermantarochen, die neueste Technologie zu tragen. Superstarke Unterwasser-Raketenwerfer. Willst du mal drauf reiten und Haien einheizen? Boy, sicher. Achte auf die Haireiter. Sie haben die neueste JX-5 Unterwasser-Zielsuchmunition. Na, die schnappen wir uns, oder? Hier, das sind die Algen zum Beispiel. Oh, ich muss meinen Controller gleich mal wechseln zwischen den Folgen. Geschossen. Wo hast du zielen gelernt? Oh, übrigens, Bianca wollte, dass ich dir dieses Ei gebe. Sie sagte, sie hat es aus Versehen für 5 Minuten in ein Wollhaar-Mammut verwandelt. Aber es müsste noch okay sein. Ja, na dann. Sadie. Sadie Adler. Das war's? Du kannst nur zum Spaß auf dem Manta. Genau, das machen wir auch. Achso, ich dachte, es kommt noch, meistens sind diese Aufgaben ja so, dass dann noch eine, wie so eine zweite Stufe, kommt, da die was schwieriger ist, also ein bisschen herausfordernder. Diesmal anscheinend nicht. Naja. Sei es drum. So, jetzt schnappen wir uns einfach mal die ganzen Algen. Oh, man kann auch schneller schwimmen.
Neueste Technologie. Heftiger Shit. So. Wo habe ich denn jetzt einen übersehen, Leute? Ah, da. Ah, wir haben's. I got it! So. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch garantiert noch irgendwo was versteckt. Hier oben vielleicht? Maybe or maybe not. So, und jetzt die Edelsteine. Roo. Gut, ich bin fertig, Jäger. Wie komme ich von dem Rochen wieder runter? Ich möchte runter von dem Teil. Hat ja auch viel Spaß gemacht hin und her, aber Jäger, Hilfe! Du kannst nur zum Spaß auf. Nein, nein, nicht mehr. So, ah, er zeigt auf den Ausgang, das heißt, wir haben hier alles. Nice! So. Boah, die Kamera ist manchmal echt am Rumspinnen, ey, das muss man schon sagen. So, hier geht's weiter. Oh shit! Ist das Lara Croft oder was? Die sieht ja so ähnlich, also hat sie jedenfalls ihr Outfit an. So, so. Tara. Hierher, um das Grab auszurauben, nachdem ich die ganze Arbeit erledigt habe. Ich habe den ganzen Tag lang Schalter gedrückt und Kisten rumgeschoben und du spazierst hier einfach rein und willst den Schatz. Na, dann nimm ihn doch. Es ist eh nur ein schäbiges Ei. Okay, sie heißt Tara statt Lara, also ist auf jeden Fall eine Anspielung auf Lara Croft. Nice. Aha. Eine Abkürzung. So. Wenn alles gut gelaufen ist, müsste hier eigentlich jetzt der letzte Edelstein sein. Und so war es auch. Cool, sind wir hier wieder fertig. Back to home. Gut. Viele Level sind es ja eigentlich nicht mehr, wenn ich richtig liege. Bestimmt so 3-4 Stück. Ja, 4 Stück, glaube ich. Crazy. Ach so, ich sehe gerade, der dritte Boss hieß Scorch. Scorch besiegen. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich seinen Namen hier lese. Gut. Kristallinseln haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Level wir hier noch nicht haben. So, die Rocket. Labor von Agent 9 haben wir. Checkeroo.
Kristallinseln haben wir auch. Die spukende Gruft haben wir. Die Wüstenruinen haben wir auch. Wo geht's denn hier hin? Achso. Versteckter Zauberin. Ah, da gehen wir später rein. Wir haben hier sicherlich noch Level zu machen. Die Dinominen auf jeden Fall. Dinominen. Ist hier noch was? Nö, hier war bestimmt einfach nur ein Ei versteckt. Dinominen und die Hafenstrecke. Da scheint man ja auch noch hoch zu können. Naja, gehen wir erstmal in die Dinominen rein. Hafenstrecke wird wahrscheinlich wieder so eine Art, hier so ein Rennen sein, beziehungsweise hier, wo man diese ganzen Aufgaben da erledigen soll. Mann, mir fehlen heute irgendwie die Worte. Vielleicht habe ich ja meinen Wortschatz verloren. Chillige Mucke. So, Dinominen waren zwei Aufgaben, hatte ich vorhin gesehen. So, triff alle Seepferdchen. Und triff den geheimen Dino. Okay. Keine Kakteen abfackeln. Oh, die geben ja auch Edelsteine. Da muss ich drauf achten, dass ich die abfackel. Say what? Revolver-Dinos. Dinos mit Dynamit. Oh, keine gute Kombination. Komm her, Mann. I need your help. Spyro, ich wollte nach meinem Gefangenen sehen, aber er ist irgendwie wieder abgehauen. Und als ich nach Spuren suchen wollte, hat mich einer von den ungehobelten Sauriern eingesperrt. Jetzt machen sie da draußen Ärger und ich kann nichts dagegen tun. Mann, 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 wie können die nur? Gut, gut, dass wir da sind. Wow. Ey, ich springe auch immer wieder in die blöden Dynamitstangen rein, ne? Ohne Witz. Vorsicht ist geboten. Ja, boy, war wohl nix. Ah. Oh. Aber der hat mich erwischt. Ich und mein großes Mundwerk. Oh, habt ihr das gesehen, Leute? Raffiniert, raffiniert. Ob wir von hier darüber kommen? Nee, ich fürchte nein.
Ja, das lief nicht so gut. Wahrscheinlich hier rum, wa?